brauchen eigentlich als künstlerischen Ausdruck, soll es ein modernes SUV sein. Das war, glaube ich, die hauptsächliche Anforderung der Bühnenbildnerin. Es geht ja eigentlich darum, dass halt so ein gewisser Luxusstandard der Familie gezeigt wird. Das Auto ist eigentlich ein Zeichen. Es war uns wichtig, wir wollten nicht für Odiliti und Dorabellas zu Hause irgendwie jetzt das zeigen, sondern haben uns auch da wieder so einen Nebenort oder einen Zwischenort gesucht und sind eben bei der Garage gelandet. Trotzdem war es uns wichtig, auch eben Gesellschaftsschicht zu erzählen. Gleichzeitig ist es aber bei uns so, dass eben die Mädchen das fahren und des Weiteren ist es einfach total dankbar zu bespielen. Also da irgendwie so dieses Kabinchen, wo sie sich dann verbarrikadieren und die Jungs, die versuchen an sie ranzukommen und aufs Auto draufklettern und so. Also das macht auch einfach richtig Spaß. Wichtig, dass wir es auch ganz gut händisch manövrieren können. Deswegen haben wir jetzt intern und auch mit der Bühnenbildnerin vereinbart, dass das Fahrzeug im Prinzip nicht fährt. Wäre für uns ideal, also wenn wir Bühnenfahrzeuge haben, normalerweise nehmen wir den Motor raus, einfach weil es leichter ist, dann für die Kollegen das Fahrzeug zu schieben. You know, it's more like after the first days of rehearsing with it on stage. I mean, it stands in as a kind of status symbol in the piece for the young girl's wealth. And for their sense of entitlement and privilege, it works very much as that kind of symbol, and it helps set up in a very, very concrete way the class relationships in the piece with Despina, Cleaney, and so on. But it's interesting, in the second act, as the boys in disguise start to come into that garage and they start to all play these, they're starting to play this kind of play within a play of the Albanian lovers coming to seduce the sisters. The car starts to increasingly become a fetish object for them. Sometimes they play out being macho guys against it. Sometimes people play out their sort of sexual longings on it. The girls sort of use it as a diva stage to drape themselves across it. So it becomes this kind of magnet for them to play out all their feelings.